Ja, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Review. Und zwar geht es diesmal um die neuen Beats by Dr. Dre Wireless Kopfhörer, Wireless Headphones. Die habe ich mir gekauft. Gestern gab es das Unboxing und ich habe mich gestern noch den ganzen Tag extra hingesetzt und habe die Dinger mal für euch auf Herz und Nieren getestet, damit heute schon die Review kommen kann. Diese Dinger haben 280 Euro im Apple Store gekostet und die könnt ihr ab jetzt bestellen. Der Link ist auch in der Beschreibung. Wir werden uns in dieser Review kurz damit befassen, über die Funktionalität dieser Kopfhörer, über die Soundqualität und dann natürlich noch über die Stabilität, weil auch gerade bei alten Beats bei Dr. Dre Produkten die Stabilität meist nicht so optimal war. Allerdings werden wir dazu gleich näher kommen. Zunächst einmal habe ich ja gestern schon beim Unboxing bemerkt, dass die Dinger leicht schwerer sind. Im Rückblickend betrachtet stimmt das gar nicht mal so. Ich habe das nochmal verglichen. Vom Gewicht her sind die wirklich eigentlich komplett ähnlich mit beispielsweise den Studios. Von der Größe her sind sie leicht größer als die Beats bei Dr. Dre Solo oder auch die Solo HDs. Ist sozusagen so ein Mittelding von der Größe zwischen Studio und Solo. Ja, insgesamt sehr gut verarbeitet, kann man direkt schon mal von Anfang an sagen, wobei wir schon bei der Stabilität waren. So und diese Beats bei Dr. Dre, da hat man wirklich an den Fehlern gearbeitet, an den Fehlern der Vergangenheit. Die Fehler waren unter anderem, dass hier an diesen Belastungsstellen immer Schwachpunkte waren. Hat man jetzt verbessert. Insgesamt machen die einen sehr, sehr soliden Eindruck. Und auch so, wenn man das schon probiert bei den alten, ging das alles nicht. Und insgesamt wirklich eine sehr solide Konstruktion dieses Mal. Gefällt mir auch sehr gut, dass das Ganze im Glossy-Design ist. Das heißt, man hat hier ein Glossy-schwarzes Design. Und natürlich funktioniert die Größenverstellung auch so, wie wir das von den alten Beats bei Dr. Dre gewohnt sind. Das heißt, da hat man nicht großartig was verändert. Aber auch hier wurde jetzt dickeres Metall verwendet. Das heißt, auch da wurde mehr auf Stabilität gesetzt, weil auch das waren unter anderem Brechpunkte. So kann man die ganz normal wieder zusammenklappen. Das funktioniert so wie bei den alten auch. Da hat man an dem Patent festgehalten. Vom Tragekomfort her kann ich nur sagen, sind die Dinger absolut empfehlenswert. Man hat hier durch diese neuen Polster, möchte ich schon sagen, das sind wirklich Lederpolster, hat man wirklich einen absolut perfekten Tragekomfort. Man merkt gar nicht mal unangenehm, dass man die Dinger auf dem Kopf hat. Es ist wirklich einwandfrei und man braucht die Dinger eigentlich gar nicht mehr abzuziehen, weil es einfach ein super weiches Polster hier ist, was sich perfekt auf jede Ohrform anpasst. Von der Abdämmung her kann ich nur sagen, haben mich diese Kopfhörer überrascht. Ich muss wirklich sagen, die Geräuschdämmung von innen nach außen, das bedeutet, wenn ihr jetzt Musik hört, ob ihr jetzt andere Leute belästigt, das ist auf jeden Fall top gelungen. Ihr werdet bei diesen Kopfhörern nicht das Problem haben, dass die ganze Lautstärke nach außen abgegeben wird. All das funktioniert wirklich einwandfrei. Auch die Geräuschdämmung von außen nach innen ist auf jeden Fall akzeptabel. Das heißt, ihr habt eine gründliche Abdämmung. Ihr werdet jetzt nicht natürlich 100% alle Straßengeräusche ausblenden können. Allerdings ist das auch nicht der Sinn und Zweck dieser Kopfhörer, sondern ihr bekommt auf jeden Fall eine vernünftige Abdämmung, sodass ihr eure Musik voll genießen könnt. Ja, wir haben ja gestern schon kurz angeguckt. Die Dinger werden mit einem Akkusystem betrieben. Der Akku soll angeblich laut Hersteller 10 Stunden halten. Ich habe die Dinger gestern ja die ganze Zeit durchlaufen lassen. Und ich würde sogar sagen, wenn nicht 10 Stunden, dann vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also ich bin wirklich sehr positiv gestimmt, was das angeht. Das Akkusystem ist auch top verstaut worden. Ihr seht das hier. Unter der linken Hörmuschel hat man hier diesen Micro-USB-Anschluss. Dazu hat man passend mitgeliefert bekommen ein Micro-USB auf USB-Kabel. Und wenn man das anschließt, so wie ich das jetzt einmal hier mache für euch, zack, dann kann man die Dinger wunderbar am PC aufladen. Das Ganze funktioniert top, auch vom Platz her ist das perfekt untergebracht, zumal auf der Unterseite, es kommt dann dadurch auch keine Flüssigkeit rein, auch das ist wieder top gemacht. Kommen wir mal kurz zu den Bedienungselementen, die ihr an diesen Kopfhörern findet. Da haben wir zum einen einen On-Aus-Button. Der ist zusätzlich auch noch ein Telefonannahme-Button, dazu kommen wir gleich.
Das ganze Ding hat nämlich noch eine Freisprechfunktion. Dann haben wir hier kurz zum Titel weiterschalten zwei Knöpfe und hier unten für die Lautstärke auch nochmal zwei Knöpfe und unterhalb befindet sich eine kleine LED-Leuchte, die, wenn ihr die Dinger anschaltet, kurz aufleuchtet. So, einmal kurz weiß und dann irgendwann geht es ins Blaue über. Das heißt, dann wird eine Bluetooth-Verbindung gesucht. Das geht recht schnell und recht einfach. Jetzt haben wir es schon und ihr seht, so schnell seid ihr dann auch im Prinzip verbunden. Insgesamt kann man sagen, ist die Bedienung auch von diesen Bedienelementen her wirklich top gelungen. Man kann zusätzlich, ihr wisst, es gibt eine neue Hörnorm sozusagen. Das heißt, man darf jetzt nicht mehr Geräte überflüssig laut machen. Deswegen sind die neuen iPods auch leider in der Lautstärkeregulierung etwas spärlicher ausgefallen. Was allerdings hier Leute von Monster nicht davon abgehalten hat, trotzdem hier durch diese Lauter-Leiser-Button noch die Funktion zu erhalten, dass man die Musik, obwohl das iPhone schon auf maximale Lautstärke ist, noch lauter stellen kann. Und das persönlich finde ich eine sehr, sehr gute und gelungene Sache. So, das Design an sich gucken wir uns hier nochmal kurz an. So, es sieht wirklich top aus. Also diese Kopfhörer, die sehen auch auf dem Kopf, weil ich das gefragt wurde, nicht unbedingt prollig aus. Ich finde, man muss natürlich immer so den Style auch dazu besitzen, das aufzuziehen. Es passt sicherlich nicht zu jedem, aber insgesamt kann man sich mit den Dingern nicht blamieren. Wenn ich jetzt auf die kurze Freisprechfunktion eingehe, über das Control Talk, wie Apple das immer so gerne nennt, dann kann ich nur eins dazu sagen, ihr seht, ihr habt hier an der rechten Ohrmuschel hier unten eine Öffnung, das ist die Mikrofonöffnung. Diese Control Talk Funktion funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Allerdings weiß ich nicht, ob man das unbedingt als Bluetooth-Headset den ganzen Tag verwenden sollte. Ich denke, das kommt wirklich auf die Person an. Insgesamt kann ich aber nur zur Funktion sagen, dass es wirklich wunderbar funktioniert. Genau das Gleiche kommt jetzt zum Sound. Der Sound wurde ja zunächst einmal leicht kritisiert, weil nicht mehr so starke Bässe drin sein sollen. Kann ich nicht bestätigen, weil das kommt immer auf eure Equalizer-Einstellungen an. Wenn ihr den Equalizer komplett ausschaltet, sind die Bässe schon sowas von extrem. Das ist mir gestern positiv wirklich aufgefallen. Und ja, insgesamt mit dieser Equalizer-Funktion könnt ihr die Bässe genauso hochschrauben. Die Tonqualität ist natürlich absolut optimal. Damit war auch zu rechnen, weil gerade diese Beats bei Dr. Dre auch für den Preis das einfach hergeben müssen. Da sind wir mal ganz ehrlich, wenn man sich Kopfhörer für 280 Euro kauft, dann erwartet man auch eine Qualität und die bekommt man hier wirklich absolut geliefert. Deswegen kann ich auch dazu sagen, top Produkt. Mir gefallen die besonders gut. Ich werde sie jetzt auch jeden Tag verwenden, bis auch meine Powerbeats mal endlich wieder funktionstüchtig sind. Da bin ich ja momentan schon wieder dabei, die umzutauschen. Leider, leider, leider sind die nicht so gut verarbeitet. Diese Kopfhörer sind top verarbeitet und ich würde sie jedem empfehlen, der auf der Suche nach wirklich hochklassigen Bluetooth-Kopfhörern ist, bereit ist, das Geld auszugeben, Style und Design noch dazu möchte, ist auf jeden Fall mit den Dingern gut beraten. Das soll es auch schon von meiner Review gewesen sein. Wie gesagt, es gibt natürlich den Daumen hoch für diese Kopfhörer, für die Beats bei Dr. Dre Wireless. Und ja, wenn euch die Review gefallen hat, guckt auf meiner Facebook-Seite vorbei. Der Link ist direkt der erste Link in der Beschreibung. Drückt dort auf Gefällt mir, dort kommt ihr immer mit den aktuellen Statusinformationen davon. Ihr kriegt auf jeden Fall auch immer Updates und so weiter. Das heißt, ihr verpasst nichts mehr. Abonniert natürlich meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Macht den Daumen vom Video hoch, auch das ganz wichtig. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Hängt davon ab, wo ihr gerade seid. Und ich persönlich sage Peace und bis zum nächsten Video.